The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era. Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies ist eine weitere Folge von Der Dieb im Tempel, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Hier erwartet sich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter des zweibeinigen Arschlochs. Ich habe eine DVD vor mir, eine CD, ein Comicsbuch und Kaffee. Was mehr kann man schon brauchen? Legen wir also los. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Please, away from the door. Here are the latest baseball scores just in. In the National League, our own San Francisco Giants beat the Dodgers in both ends of a doubleheader. A 2-0 shutout for the Twilighter and a 4-1 win in the nightcap. The twin win pushes the Giants ahead. Wait. Now look. He told me. Ich habe mir nach langer Zeit wieder Bullet mit Steve McQueen angeschaut und mich erneut für den coolen, lässigen Look des Films begeistert. Ich würde Bullet nicht zu meinen Lieblingsfilmen zählen, aber es ist ein großartiger Streifen aus den späten 60ern und eine sehr interessante Zeitkapsel, die eine bestimmte cineastische Ära festhält. Ich blicke hier gerade auf meine silberfarbene DVD-Box mit dem Foto, mit dem Bild von Steve McQueen, mit diesem ikonografischen Bild von Steve McQueen auf der Titelseite, mit diesem Shoulder Holster mit der Pistole drin und so dieser Arm, der gegen irgendwie die Wand oder gegen den Türbogen gelehnt ist. Ich möchte aber mal vielleicht den filmbeschreibenden Text auf der Rückseite mal lesen, sozusagen der Teaser für den Film. Und zwar: Der Polizist Frank Bullitt muss einen wichtigen Zeugen beschützen, der gegen das organisierte Verbrechen aussagen soll. Als der Mann dennoch bei einem Mordanschlag getötet wird, hält Bullitt seinen Tod geheim, um Zeit für seine Ermittlungen zu gewinnen. Peter Yates' Bullitt gilt als Klassiker des modernen Actionfilms. Er etablierte Steve McQueen als ersten Superstar des Genres und setzte filmtechnische Maßstäbe, insbesondere mit der legendären, mehr als 10 Minuten langen Verfolgungsjagd. Dabei saß der draufgängerische McQueen tatsächlich höchstpersönlich hinter dem Steuer. Bullitt wurde 1968 mit dem Oscar für den besten Schnitt ausgezeichnet. Ja, Spieldauer 109 Minuten. Die Darsteller neben Steve McQueen: Robert Vaughn, Jacqueline Bisset, Don Gordon, Robert Duvall, Simon Oakland, Norman Fell. Die Musik, über die ich noch später einiges sagen werde, von Lalo Schifrin. Was ich nicht wusste, ist, dass das Buch eigentlich auf einem Roman oder auf einer Novelle basiert mit dem Namen Mute Witness von Robert L. Pike. Und Regie führte natürlich Peter Yates. Interessanterweise ist Bullitt stellvertretend für einige große Missverständnisse, finde ich. Und ich habe ja sogar einen Bekannten, der einen richtigen Bullitt-Schaden genommen hat, was als Spruch kein schlechtes Double Entendre ist, jetzt wo ich drüber nachdenke. Aber anyway, denn an mindestens zwei Anlässen hatte mal erzählt, wie entsetzt er eigentlich war, als er dann den Film sah. Aber vielleicht nicht unbedingt, oder ich glaube eher, dass er sich extrem gelangweilt hat. Und ich würde ja mal denken,
das hat ja nicht so sehr damit zu tun, wie der Film unmittelbar auf ihn wirkte, sondern es hat vielmehr damit zu tun, wie der Film einem verkauft wird. Denn das Problem ist, dass gerade Leute, die Fans von dem Film sind oder Leute, die vielleicht schon etwas älter sind und immer der jüngeren Generation etwas andrehen wollen, solche Leute haben die Tendenz dazu, den Film als diese Mutter aller Actionfilme anzupreisen. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf gehen dann die Leute los und schauen sich den Film an und sind dann vermutlich erstmal ein wenig schockiert. Und das kann man ihnen nicht ganz verübeln, denn wir alle hassen es, glaube ich, wenn wir uns innerlich auf... Ich glaube, Film schauen heißt auch, in einem bestimmten emotionalen oder geistigen Zustand zu sein. Man sollte vielleicht Filme nicht unbedingt wahllos angucken, so wie sie gerade kommen, auch wenn ich zugeben muss, dass das ja die Art und Weise ist, wie das Fernsehen jahrzehntelang strukturiert war. Aber auch dann hatte man ein Fernsehprogramm und hatte in dem Fernsehprogramm geblättert und sich die Frage gestellt, will ich das jetzt sehen oder will ich das nicht sehen? Und die Entscheidung, etwas sehen zu wollen als Film oder als Serie, ist ja eng an die Idee gekoppelt, in welcher Verfassung man sich selbst befindet, aber auch, ob man das, was da auf einen zukommt, auch sehen möchte. Oder ganz anders gesagt, wenn man die Aussicht auf die Begutachtung eines Films hat, dann neigt man meistens dazu, sich in einen bestimmten Zustand zu versetzen, der einen für diesen Film empfänglich macht. Und da ist es oft ein großes Problem, wenn man nach 20 Minuten feststellt, dass der Film von ganz anderer Natur ist, als anfangs erwartet wurde. Und das verstärkt ja dann hinterher nur die Enttäuschung. Wobei die Enttäuschung an sich, um jetzt mal ein wenig herumzuphilosophieren, die Enttäuschung an sich hat ja nichts mit der Qualität des Filmes zu tun. Das ist ja nur plötzlich eine subjektive Querverbindung, die zwischen dem Beobachter und dem Objekt da entsteht. Und in einer anderen emotionalen Verfassung würde derselbe Beobachter eine ganz andere Schlussfolgerung zu dem Film abgeben. Und ich möchte an dieser Stelle versuchen, den Film, also Bullet von Peter Yates, in einer Art und Weise hier beschreiben, die das vermeiden kann oder die das vermeidet, dass jemand, der jetzt nach dem Hören dieses Podcasts losgeht und sagt, ich will mir mal den Film anschauen, dass diese Person nicht enttäuscht wird, sondern genau weiß, was auf sie zukommt. Und das ist leider so, dass auch bis heute, und das haben wir jetzt genauso vernommen, als ich die Rückseite von der DVD vorgelesen habe, die hören immer noch nicht auf, den Film als eine Art Taufpaten des Action-Genres anzupreisen, was der Film aber nicht ist. Und das erschafft Bilder im Kopf oder Erwartungen, die sehr, sehr von dem beeinflusst sind, was man heute sich unter Action vorstellt. Und das kann man darauf einfach nicht projizieren. Und natürlich muss man die Dinge auch in einer zeitlichen Relation sehen. Und dazu fallen mir jetzt gleich zwei Sachen ein. Erstens, als Bullet gedreht wurde, filmten alle anderen ihre Autoverfolgungsjagden noch immer im Studio mit einer grässlichen Hintergrundprojektionsleinwand, während die Darsteller in einer präparierten Autokarosserie saßen und links und rechts irgendwelche Hiwis auf dem Boden knieten und händisch mit der Karosserie wackelten, damit es wie Autofahrt aussah. Also die berüchtigte Verfolgungsjagd in dem Film Bullet, über die so viel immer die Rede ist, diese berühmten 10 Minuten Action, die ist im zeitlichen und cineastischen Kontext extrem beachtlich und sehr revolutionär. Und das kann dem Film niemand wegnehmen. Der zweite Gedanke ist, dass alle Dinge immer in ihrem zeitlichen Zusammenhang verstanden werden müssen. Wenn ich jemandem sage, du musst dir unbedingt den ursprünglichen RKO King Kong aus dem Jahr 1933 anschauen, also mit Fay Wray in der Hauptrolle,
weil die Special Effects und die Atmosphäre des Films einfach großartig sind. Oder einen Film von Ray Harryhausen. Und die Person, der ich das sage, ist nur gänzlich mit MCU und Fast and Furious und Avatar groß geworden. So werde ich im Nachhinein vermutlich nur ein Kopfschütteln ernten. Das heißt also, um diese Filme der Person zugänglich zu machen, werde ich wahrscheinlich etwas mehr ausholen müssen und vor allem diesen Kontext herstellen und ein bisschen dieses andere Gehirn dazu zwingen, etwas in die Abstraktion zu gehen. Und dann können sich plötzlich Türen aufmachen. Und das kommt ja nicht von ungefähr, dass heute auch in der allerjüngsten Generation immer noch eine Menge Leute auf die Welt kommen, die vielleicht eine Passion für Filme der 30er, 40er Jahre haben, weil sie eben diese Art von Abstraktion leisten können. Weil sie die Sehgewohnheiten der Gegenwart auch verlassen können. Und das macht es ja auch dann viel interessanter. Und mal ehrlich, man muss sich ja nur ansehen, wie blutleer und belanglos und de facto langweilig ein Film wie Ready Player One ist. Und diesem Film würde man ja nie nachsagen, er wäre unzulänglich bei der Umsetzung seiner Special Effects und seiner Action. Doch dafür bei allem anderen. Sorry, Steven, can't score all the time. Das Problem mit Bullet ist, dass der Film schon immer falsch vermarktet wurde. Anders kann man das nicht sagen. Und die Idee, dies sei eine Art ferner Vorfahre von Fast and Furious, ist einfach absurd. Die Mutter aller Actionfilme und so. Das hier ist eben überhaupt kein Actionfilm und es ist auch kein Thriller eigentlich. Auch wenn das bis heute immer so dargestellt wird, sogar in Wikipedia. Das hier ist aber ein ganz spezifisches Subgenre, das sich hier abzeichnet und das damals sozusagen im Entstehen war und bei dem dieser Film tatsächlich Pate steht. Ich meine damit das Police Procedural. Das ist aber ein Begriff, der zumeist mit Romanen oder TV-Serien assoziiert wird. Vielleicht so Kriminovellen von Ed McBain. Und heute erlebt dieses Subgenre ein gewisses Revival durch die ganzen skandinavischen Krimiserien, die alle sehr missmutig und melancholisch und wortkarg daherkommen und sehr technisch an der Kriminalistik dran sind. Ich glaube, man nennt es auch Nordic Noir. Und keiner bezichtigt, diese skandinavischen Geschichten zu langsam zu sein oder zu wenig Action zu haben. Doch das ist das eigentliche Genre, dem Bullet vorausgeht. Und ganz sicher nicht moderne Ballerfilme und überzeichnete Actionstreifen mit Vin Diesel. Der Film ist eben ein Slow Burn mit einem starken Touch eines späten Film Noir, mit einer Hingabe an visuelle Coolness. Das ist aber alles beabsichtigt. Wer allerdings an Hyperaktivität leidet und nicht wirklich still sitzen kann, ist mit diesem Film wirklich falsch beraten. Ich finde, der Film hat vielleicht die besten Opening Credits aller Zeiten. Wenn mich jetzt einmal fragen würde, was meine Lieblingsvorspannsequenzen sind, die ich jemals gesehen habe, Bullet wäre da ganz sicher dabei. Ich mag den monochromatischen Look des Films, also die Leinwand ist sozusagen so ein bisschen getönt mit etwas Sepia und eigentlich sehr körnig. Das könnte man heute als Retro oder altmodisch deuten, doch der Film hat im Gegenteil etwas sehr Modernes. Und in 1968 markiert er die Atmosphäre und der Look des Films eine Umbruchszeit in die 70er hinein. Und dabei ist der Film sehr zukunftsweisend und seiner Zeit sogar einige Jahre voraus. Aber das ist schon immer ein bisschen das Problem mit dem Film, also gerade mit dem Hollywood-Film in den 60er Jahren, weil ich würde sogar mal die Verschwörungstheorie aufstellen, dass bezüglich Hollywood die 60er Jahre gar nicht existiert haben. Die 60er Jahre haben existiert, als diese gigantomanische Kaderschmiede für Popmusik und für Rockmusik. Das ist verstanden. Aber, das ist auch etwas, wo mir wahrscheinlich Quentin Tarantino zustimmen würde, dass die 60er Jahre zum Teil keine eigene Identität haben, sondern aus zwei Hauptphasen bestehen, nämlich der Nachklang der 50er und ein sehr aggressiver, intensiver Anlauf in die 70er hinein. Und dabei ist Bullet ein perfektes Beispiel, denn wenn man den einfach nur so anschaut und nicht weiß, dass der von 1968 ist,
ist das geradezu überraschend, weil er sehr modern wirkt. Und wenn mir einer gesagt hätte, ja, der Film ist von 1974, dann hätte ich das sofort geglaubt, weil der so aussieht. Der sieht nicht aus wie ein 60er-Jahre-Film. Wenn ich sage 60er-Jahre-Film, dann denkt man vielleicht an so etwas wie der Rosa-Rote Panther. Das ist einer der wenigen Filme, wo man sagen könnte, der hat einen echten 60er-Jahre-Look. Und natürlich gab es 60er-Jahre-Filme. Ich habe vorhin natürlich meine Verneinung der 60er im Filmgenre ein bisschen hyperbolisch gemeint. Aber wenn man sich die großen Filme der 60er-Jahre anschaut, dann ist es erstens nur eine Handvoll, die eine waschechte 60er-Jahre-Identität hat, und viele tragen eigentlich nur die 50er-Jahre in die 60er hinein. Sind ja eher wie so eine Art Verlängerung mit etwas besserer Farbe, also eben getragen von Leuten wie Hitchcock und David Lean, während sich da in der zweiten Hälfte der 60er bereits so der gritty Look der 70er anbahnt und die Hartgesottenheit des Materials und plötzlich war für viele Jahre so das Fantastische und Verträumte einfach nicht salonfähig. Und die Filme der 70er fallen ja auf durch eine gewisse Rauheit und durch eine gewisse existenzialistischen Realismus vielleicht. Und Bullet ist da ein echter Vorläufer. Also den Film könnte man als einen Film der 70er verkaufen, obwohl er 68 entstanden ist. Gleichzeitig ist es ein sehr kalifornischer Film, ein sehr sommerlicher Film mit starken Kontrasten und dunklen Schatten. Da schwebt also viel Hitze in der Luft, was ein wenig im Widerspruch zu Steve McQueens Rollkragenpullover steht, den er den ganzen Film anhat. Aber das ist natürlich nicht der richtige Film, um T-Shirts zu tragen, so vom Stoff, vom Genre her, vom Stil her. Ein Teil der Qualitäten, die dieser Film hat, liegt in einer für damalige Verhältnisse ungewöhnlichen Produktionsweise. Und das spricht auch ein bisschen dafür, dass dieser Film in seiner Art vorausschauend ist und tatsächlich schon die 70er Jahre vorwegnimmt. So castete Peter Yates für die Szenen im Krankenhaus einfach die echten Ärzte, die dort gearbeitet haben, und Chirurgen, die dort arbeiteten, und stellte die einfach um einen Komparsen oder um eine Gummipuppe oder was auch immer da auf dem Operationstisch lag und ließ die einfach nur ihren Job machen und filmte das. Und so musste er keine komplexen Szenen schreiben oder die Drehbuchautoren, die mit medizinischer Lingo aufwarteten, da diese Leute einfach das aus dem Alltag heraus improvisierten, was sie sowieso den ganzen Tag taten. Und das gibt dem Film eine Qualität, die man allgemein eben als gritty bezeichnen könnte, das erschafft eine Art Ungeschliffenheit, weil das ja gleichzeitig keine Schauspieler sind, sondern einfach nur Leute, die ihren Job machen. Das kann aber sehr attraktiv sein. Diese Art von Realismus sollte dann in den 70ern noch extrem populär sein. Und auch das lässt diesen Film sehr modern erscheinen. Die Stadt ist in diesem Film eine eigene Darstellerin, zweifelsohne. Und zwar in zweifacher Ausführung. Zuerst in der Vorgeschichte, für einige Minuten lang die Stadt Chicago, die zwar nur diese ersten Minuten in der Handlung vorkommt, aber großartig eingefangen ist, mit diesen tiefen Straßen-Canyons und diesen kantigen, hohen Bürogebäuden und all das. Aber dann natürlich San Francisco mit seiner ungewöhnlichen Topografie. Steve McQueen ist in dieser Rolle natürlich sehr ikonografisch, und der blaue Rollkragenpullover, der damals noch etwas ungewöhnliche Schulterholster für seine Pistole, all diese Sachen galten damals als super cool und trugen dazu bei, dass später noch an tausend anderen Stellen ausgeschlachtete Image des typischen wortkargen Bullen oder Einzelgänger-Ermittlers zu formen. Interessant ist ja, dass später immer wieder gesagt wurde, dass die Gestalt des Frank Bullitt inspiriert war von dem damals recht populären Inspektor Dave Toski von der San Francisco Polizei, der dafür bekannt war, dass er sich gut in Szene setzen konnte als Polizist und sehr oft für die Zeitungen fotografiert wurde.
als ein erfolgreicher Polizist, als ein erfolgreicher Inspektor. Insbesondere deshalb, weil er ja später dafür berühmt wurde, einer der wichtigen Ermittler auf der Spur des Zodiac-Killers zu sein. Wobei in der Zeit, wo Bullet gedreht wurde, ja das noch kein Thema war. Was man eindeutig nicht unterschätzen darf an diesem Film, ist das Casting von Robert Vaughn in der Rolle des, ich glaube, Staatsanwalts spielt er, den Staatsanwalt Chalmers. Er spielt de facto ein ziemliches Arschloch, doch halt extrem charismatisch und es macht ihn stellenweise zu einem richtigen Showstealer, wie man sagt. Also der spielt ja alle um sich herum in diesem Film ziemlich an die Wand. Ist, glaube ich, eine der unterschätzten Gestalten bei diesem Film, weil er natürlich all diese Aufmerksamkeit so auf Steve McQueen gerichtet ist. Jacqueline Bisset als Bullets Lebensgefährtin ist durchaus interessant. Sie arbeitet in irgendeiner Art Architekturbüro, glaube ich, und ist eine extrem lässige, stylische Frau, die dem lakonischen Polizisten Bullet etwas überlegen ist in einigen Dingen. Doch während ihm ihre Arbeit relativ fremd ist, ist es umgekehrt noch schlimmer, da sie im Grunde keine Vorstellung davon hat, wie seine Arbeit aussieht. Und das ist ja seitdem ein echter Tropus oder sogar ein Klischee dieses Crime-Genres, dieser Kriminalfilme. Der Polizist, der zu Hause nicht über seine Arbeit spricht, weil es eine einzige Horrorshow ist. Seitdem haben wir es dutzende Male in diesen Filmen und Serien gesehen, aber hier war das noch ein originelles Konzept mit einem gewissen Zeitgeist. Und diese Idee, dass Amerika zeitgleich mit Vietnam und Rock'n'Roll auch in einen Sumpf aus Verbrechen versinkt, wurde gerade in diesen neuen, hartgesottenen Filmen wie Bullet oder French Connection durchaus thematisiert. I thought I knew you, but I'm not so sure anymore. Do you let anything reach you? I mean, really reach you. Or are you so used to it by now that nothing really touches you? You're living in a sewer, Frank, day after day. That's where half of it is. You can't walk away from it. I know it's there, but I don't have to be reminded of the whole thing. The ugliness around us. With you, living with violence is a way of life. Living with violence and death. How can you be part of it without becoming more and more callous? Your world is so far from the one I know. What will happen to us in time? Time starts now. Ein eigenes Thema bei diesem Film ist die Musik, Lalo Schifrins epochaler Soundtrack. Doch ist dies ein sparsam eingesetzter Soundtrack und viel Spannung dieses Films entsteht durch die komplette Abwesenheit von Musik, wo eben nur die Technik und die Umwelt ihre Geräusche liefert. Und das ist super faszinierend, weil es ja teilweise fast schon wie Musik konkret anmutet, wenn wir dann minutenlang dem Geräusch eines 60er Jahre Faxgeräts zu hören, das ja damals seinerzeit, als der Film gemacht wurde, natürlich auf die Zuschauer extrem futuristisch gewirkt hat. Das Finale des Films erinnert mich ein wenig an das Finale von Michael Manns Heat mit Robert De Niro und Al Pacino. Es mutet ja fast an, als ob Michael Manns Finale so eine Art kleine Hommage an Bullet ist, wobei mir visuell und atmosphärisch das Bullet-Finale etwas besser gefällt. Heat ist dagegen an vielen anderen Stellen wiederum der deutlich stärkere Film. Da besteht kein Zweifel daran, aber ich glaube, wenn ich jetzt die letzten 10 Minuten des Films in Vergleich stellen würde, dann gefällt mir, glaube ich, das Ende in Bullet etwas besser. Ich kann nicht behaupten, dass ich mit den Filmen von Peter Yates zu vertraut wäre. Ich muss mir mal wieder The Deep anschauen, das er 1977 gedreht hat, oder auch Murphy's War mit Peter O'Toole. Die Kamera machte in Bullet William A. Fraker, der damals eher ein
junger, aufsteigender Künstler in Hollywood war. Er machte im selben Jahr auch Rosemary's Baby mit Polanski und später sollte er an Filmen arbeiten wie The Day of the Dolphin und in den 90ern verrückterweise an dem bizarren Film Street Fighter mit Jean-Claude Van Damme. Somit, der Charme des Films liegt sicherlich in der Kameraführung und im Schnitt. Auffällig sind zum Beispiel Kameraeinstellungen, die Dinge über den Umweg von Spiegeln zeigen. Gerade Rückspiegel von Autos sind oft im Mittelpunkt des Blicks. Der Film hat nicht gerade die besten Dialoge. Letztendlich herrscht hier Ästhetik über der inhaltlichen Substanz, würde ich sagen. Es ist ja auch keine so großartige oder so ausgeklügelte Crime-Story, dass man da irgendwie aus allen Wolken fiele oder irgendwie in absolute Begeisterung verfallen würde. Also das kann man dem Drehbuch nicht nachsagen. Aber es ist schon interessant, wie das eben einer dieser Filme ist, die vollkommen auf Exposition-Dumps verzichten. Da muss also auch kein Deus Ex Machina auftreten, der uns alles erklärt, weil wir sonst nichts verstehen. Das ist einer dieser Filme, auf die man sich eben einlassen muss und dann einfach mit dem Flow gehen, mit der Atmosphäre. Und als solcher finde ich, das ist das eine sehr lohnenswerte Erfahrung. Es ist ein atmosphärischer, stimmungsvoller, cooler Film mit einer faszinierenden Verfolgungsjagd in der Mitte und mit einer großartigen, sonnigen Atmosphäre und zu Recht ein waschechter Kultfilm aus den späten 60ern. Und wie gesagt, das größte Problem, das dieser Film hat, besteht lediglich darin, dass er seit über 50 Jahren falsch vermarktet wird und dass man ihn immer noch versucht, den Leuten als eine Art Proto-Action-Film anzudrehen, während ich ja vielmehr das Gefühl habe, dass es sich um eine teilweise sogar recht meditative Crime-Story handelt und eben ein Handlungs-Slow-Burn, auf den man sich einlassen muss. Und das war jetzt also meine kleine Rezension des Filmes Bullet von Peter Yates mit Steve McQueen aus dem Jahr 1968. Album Review. There's music in the air. Es ergibt mehr als Sinn, in diesem Kontext dann etwas mehr über den Soundtrack von Bullet zu sprechen, denn dieser Soundtrack hat ungeachtet des Films auch noch seine eigene Rolle in der Kulturwelt, in der Kunstwelt und sein eigenes Vermächtnis, wenn man das so sagen möchte. Er ist ja auf viele verschiedene Arten und Weisen veröffentlicht worden. Ich habe hier eine CD-Ausgabe aus dem Jahr 2000, erschienen bei Aleph Records. Und das ist, glaube ich, eine interessante Version, die so eine Art ideale Variante oder eine ideale Version des Soundtracks darstellt, die ich durchaus jedem empfehlen kann. Einerseits würden die Aufnahmen von der deutschen WDR Big Band aufgenommen und sie wurden koproduziert und dirigiert von Lalo Schifrin selbst, mit den Originalarrangements, aber auch den Arrangements, die seinerzeit für den ursprünglichen Soundtrack vorgesehen waren. Das Ganze ist also ein einstündiges Doppelalbum, das sichtlich musikalisch eine Art definitive Version dieses Soundtracks darstellt. Wer also einen, sagen wir mal, leicht düsteren, atmosphärischen Swing-Sound mag, mit einer Menge Coolness darin und coolen, jazzigen Bassmotiven, der wird mit diesem Album natürlich sehr zufrieden sein. Neben dem berühmten Titelthema hat dieses Album sichtlich auch andere Highlights, wie zum Beispiel den zweiten Track Shifting Gears, aber auch das erinnerungswürdige Thema Ice Pick Mike. Für mich ein Highlight ist der Track On the Way to San Mateo, das eine Variante des Titelthemas besitzt, mit diesem großartigen Querflöten-Sound. Alles in allem ist das hier ein hervorragendes Album, um eine gewisse Raumatmosphäre zu schaffen. Es ist nicht verkehrt, sich diese Art von Musik ein wenig wie eine Klangtapete anzuhören.
Hintergrundmusik klingt immer etwas abwertend, wobei ich eher immer hoffe, dass wir seit Brian Eno über diese Diskreditierung hinaus sind. Musik kann auf verschiedene Arten und Weisen gehört werden, in unterschiedlichen Graden der bewussten Teilnahme. Und das hier kann ein großartiger Soundtrack im Hintergrund deines Lebens sein. Einfach eine CD oder ein Album, das eine bestimmte Atmosphäre im Raum, in der Wohnung generiert. Davon mal abgesehen ist es teilweise eine coole Mucke und gerade das Bullet-Hauptthema ist ja weltberühmt. Und in diesem Sinne wollte ich mal ein bisschen auf den Soundtrack aufmerksam machen. Insbesondere, da ich mir den ja selbst dann im Zuge dieses Podcasts vor einigen Tagen angehört habe. So viel also zu meinem heutigen Musikbeitrag. Enter the comic zone. Let's talk about my favorite comics. Ich möchte heute auch über einen Comics reden, und zwar über Whiteout. Und Whiteout ist eine Produktion zwischen dem Zeichner Steve Lieber und dem Autoren Greg Rucka. Es ist eine schwarz-weiß gezeichnete Geschichte, die ungefähr 125 Seiten hat, also eine ordentliche Graphic Novel, falls man diesen Ausdruck benutzen möchte. Aber dieser Comics hat durchaus die Stimmung und Form eines Romans, finde ich. Worum geht es in Whiteout? Whiteout ist eine Kriminalgeschichte, die sich in der Antarktis abspielt, in der Welt der Polarstationen. Im Mittelpunkt steht US Marshal Carrie Stetko. Sie ist dort im Grunde strafversetzt, da sie als Ermittlerin in ihrer Heimat einen Mann getötet hatte unter problematischen Umständen, was ihr allerlei polizeiinterne Querelen eingebracht hatte. Die Geschichte beginnt damit, dass Carrie Stetko eine Leiche untersucht, die im Eis gefunden wurde. Der Tote hat kein Gesicht mehr und muss erst identifiziert werden. Wir erleben erstmal die Alltagsatmosphäre auf der McMurdo-Polarstation, doch die Ermittlungen führen die Polizistin auch an andere Orte wie die Victoria Station und wir lernen eine andere Frau kennen, Lily Sharp, eine Britin, die nicht das ist, was sie zu sein vorgibt. Die Story ist sehr gut erzählt und besitzt eine gerade für Comics ungewöhnlich starke Plausibilität, weshalb ich all jenen, die Whiteout noch nicht kennen, den Lesespaß nicht mit Spoilern vermiesen möchte. Deshalb werde ich auf den Verlauf der Geschichte nicht weiter eingehen und lieber über den visuellen und narrativen Stil sprechen. Whiteout ist eine der Geschichten, die sicherlich niemals koloriert wird, denn dies ist ein Beispiel für perfektes Schwarz-Weiß-Material. Das liegt hier in der Natur der Sache. Weite Strecken der Handlung spielen sich auf dem Packeis ab und Steve Lieber spielt hier wunderbar mit den Möglichkeiten einer weißen Seite. Man kann sich also gut vorstellen, dass in diesen Comics sehr viel und sehr effektiv mit dem Negativraum gearbeitet wird, der hier weitgehend schneeweiß ist. Whiteout ist ein Comics, der perfekt Gleichgewicht behält zwischen einer typischen abenteuerlichen Ästhetik dieser Kunst und einer realistischen Plausibilität. Und das trägt zu dieser großartigen Atmosphäre bei. Das ist also ein echter Page-Turner, wie man sagt. Der Zeichenstil, insbesondere bei den Zeichnungen, die das Innere der Polarstationen zeigen, arbeitet viel mit Screen Tones, zu Deutsch Rasterfolien, was ja seit den frühen Tagen des Cartoons eine gängige Praxis ist, um Graustufen zu imitieren und eben Zwischenstufen zwischen reinem Weiß und reinem Schwarz zu schaffen. Und ich bin ein großer Fan von Screentones. Ich weiß nicht warum, das weckt einfach eine unterbewusste Form von Nostalgie bei mir. Und ich finde eine Screentone-Fläche grundsätzlich sehr ästhetisch. Und hier gibt es ein paar tolle Beispiele dafür. Steve Lieber hat einen realistischen Zeichenstil ohne die geringste Spur von Karikatur. Doch sein Zeichenstift, seine Linie ist nicht zu strikt, sondern erlaubt sich auch mal eine künstlerische Straffur oder eine ausladende Handbewegung, was das Resultat durchaus kunstvoll und anspruchsvoll erscheinen lässt. Als realistischer Comicszeichner ist man oft bemüht zu vermeiden, dass das Ergebnis wie eine dieser
laminierten Seiten aussieht, die man im Flugzeug in der Tasche auf der Rückseite der Sitzlehne findet, wo grafisch beschrieben wird, wie man sich im Falle eines Flugzeugabsturzes zu verhalten hat. Doch natürlich wird der Comics von der Abwesenheit von Strichen und der Abwesenheit von Schwarz oder Grau dominiert. Einer der Hauptdarsteller dieser Geschichte ist das sich in alle Richtungen ausbreitende Weiß der antarktischen Landschaft. Besondere Erwähnung braucht hier eindeutig die Hauptprotagonistin Carrie Stetko. Und das ist mir ein wichtiger Punkt, denn Carrie Stetko ist sicherlich eine meiner Lieblingsfrauen aus aller belletristischen Werken, Romanen und Comics gleichermaßen. Sie ist einfach, wie ich mir eine Frau vorstelle. Und das beginnt damit, dass Lieber und Ruka sich extra ein wenig aus dem Fenster lehnen und dafür sorgen, dass das hier unter keinen Umständen eine sexy Comics-Nixe ist. Carrie ist kein Fotomodel. Sie ist kleinwüchsig, vielleicht mit ein paar Pfunden zu viel auf den Hüften, was in der Antarktis alles andere als ein Problem ist. Sie hat ein rundes Sommersprossengesicht mit einer Stupsnase und sie hat eine schroffe, leicht zynische Art, die Welt zu sehen. Alles in allem, sie ist das komplette Gegenteil eines Girlies oder eines Hot Chick. Sie mutet auf den ersten Blick nicht einmal besonders sympathisch an. Doch im Laufe der Geschichte erfahren wir mehr über ihre Versetzung und ihre Vergangenheit und es wird deutlich, wie sehr sie eine Frau ist mit gewissen unübersehbaren Narben auf ihrer Seele und ihrem Körper. Und Lieber und Ruka betonen das noch mit diesem symbolbeladenen Ereignis, als Carrie Stetko während ihrer Ermittlungen fast erfriert und dabei zwei Finger an den Frost verliert, die dann vom Stationsarzt amputiert werden müssen. Und Lieber und Ruka nehmen diesen Verlust der eigenen Körperteile eben nicht auf die leichte Schulter. Das hier sind keine Superhelden, die einfach aufstehen, den Schmerz abschütteln und in die nächste Schlägerei reingehen. Und Carrie Stetko ist eben das komplette Gegenteil einer Mary Sue. Und dass sie trotz ihrer Verletzungen weiter ermittelt und auf der Spur des Mörders bleibt, lässt sie eben heroisch erscheinen, doch in einer äußerst plausiblen und realistischen Weise. Und das ist emotional viel stärker und viel intensiver. Und das bedeutet alles nicht, Carrie Stetko wäre nicht sexy. Sie ist es durchaus, aber sie ist es in einer Art und Weise, wie es eben eine Frau sein kann, die du tatsächlich irgendwo entlang deines Lebensweges kennenlernen könntest. Sie atmet, sie ist multidimensional, sie ist kantig, unangepasst, sie ist misstrauisch, dickköpfig, verletzlich, aber auch mit einer selbst erschaffenen Panzerung versehen, die ihre Narben verstecken soll. Alles in allem eine großartige Schöpfung, weshalb Whiteout eindeutig zu einem meiner Lieblingscomics gehört. Ein wahres Meisterwerk. Der Comics ist auch auf Deutsch erschienen, seinerzeit bei Crosskult Comics. Dort ist das Buch aber schon lange vergriffen. Wer es also kaufen möchte, muss entweder Antiquariate bemühen oder vielleicht auf die englische Version beim Omnipress zurückgreifen. Aber die deutsche Ausgabe ist jetzt, glaube ich, auch keine Rarität, die unerschwinglich oder unauffindbar wäre. Und hinsichtlich meiner Lobeshymnen auf die Authentizität einer Handlungsfigur wie Carrie Stetko ist es sichtlich notwendig, über die Hollywood-Verfilmung zu reden. Here we go again. Nun, sagen wir es mal so, wäre der Film Whiteout eine Originalgeschichte ohne die Comicsvorlage, dann wäre es ein anständiger, akzeptabler Thriller. Ich finde den Film für sich alleinstehend nicht schlecht. Er ist nicht großartig, aber auch keine Katastrophe, ungeachtet dessen, dass der Film ein massiver finanzieller Flop war. Ich glaube, das Beste, das mir zu dem Film einfällt, liegt in der Tatsache, dass Hollywood zwei Comics-Künstlern, sprich Ruka und Lieber, eine große Stange Geld zahlen musste, um so die Verfilmungsrechte zu erwerben. Und das freut mich für sie, insbesondere angesichts dessen, dass die Comics-Kunst ziemlich zu darben scheint, was nicht ohne Ironie ist vor dem Hintergrund des ganzen Marvel-DCU-Hollywood-Wahnsinns. Somit freue ich mich, wenn zwei Comics-Künstler einen Betrag einstreichen können, der sie vermutlich für Jahrzehnte versorgt oder ihnen ermöglicht, eine Immobilie zu kaufen, etc. Dass der Film dann so lala ist, naja, das ist halt dann eine Realität. Ich muss es kaum sagen, das große Problem des Films liegt für mich im Casting der Hauptrolle. Denn Hollywood hatte natürlich nicht
das Stehvermögen, um Carrie Stadko in einer Art und Weise zu casten, die der Vision von Lieber und Rooker entsprach, sondern es musste natürlich Kate Beckinsale sein. Ausgerechnet Kate Beckinsale, der ich kein Talent absprechen möchte, die aber in gewisser Weise diese extrem generische Hollywood-Schönheit repräsentiert. Sie ist extrem gut aussehend, ja, aber man braucht eine Menge Filme, um sich überhaupt an ihr Gesicht erinnern zu können. Nun, das ist nicht ihre Schuld und an dieser Stelle auch ein wenig unerheblich. Aber sie ist keine Carrie Stadko. Hätte man treu der Vorlage dieser Rolle besetzt, man hätte eine Schauspielerin wählen müssen, die eben keine Sexbombe ist, die eben etwas kleinwüchsig ist vielleicht etwas untersetzt, etwas verkniffen. Aber das können die halt nicht. Die begründen es natürlich damit, dass ihre Filme extrem teuer sind und sie es sich nicht leisten können, an Attraktivität einzubüßen. Und somit braucht man halt immer Star Power. Und das bedeutet übersetzt auf die Welt der Frauen natürlich Schönheit und sexy sein. Wenn der Film dann aber trotzdem floppt, ist es schwer, diese ewige Hollywood-Formel zu verteidigen. Das bringt uns zu der amüsanten Frage, wer denn besser in der Rolle von Carrie Stadko hätte gecastet werden sollen, zumindest nach meinem Dafürhalten. Schwer zu sagen, um ehrlich zu sein, aber hier mal vielleicht ein Beispiel. Jetzt fallen mir gleich zwei Beispiele ein. Ein Beispiel. Marilyn Ratscop spielte in jenen Jahren, als dieser Film gedreht wurde, eine der Hauptrollen in der TV-Serie 24 mit Kiefer Sutherland als Jack Bauer. Sie spielt da die Analystin Chloe O'Brien und das wäre mal eine interessante Casting-Idee, viel mehr im Geiste dessen, was der Original-Comics andeutet. Doch mit Abstand die beste Casting-Idee, die mir gerade in den Sinn kommt, wäre wahrscheinlich Elizabeth Moss, die in genau diesen Jahren, als der Film gemacht wurde, eine der Hauptrollen in der erfolgreichen TV-Serie Mad Men spielte, als die ambitionierte Peggy Olson. Und sie hätte damals eine großartige Carrie Stadko abgegeben. Und um ehrlich zu sein, ich motze normalerweise nicht über Hollywood-Casting, weil bezüglich dessen, was Hollywood darstellt und wie dort gearbeitet wird, ist Casting das Beste an der Traummaschine Hollywood, finde ich. Ich finde, die Castings in deren Filmen und Serien sind zumeist extrem faszinierend und extrem inspirierend. Und ich mag das klassische Hollywood-Casting. Und ich finde, das Casting in Hollywood-Produktionen ist viel interessanter als die gegenwärtigen Drehbücher, die sie dann damit verfilmen. Aber bei der Besetzung einer weiblichen Hauptdarstellerin hat Hollywood in all seiner ständigen finanziellen Panik tatsächlich einen schwarzen Fleck auf der Netzhaut. Einen ziemlich sexistischen Fleck. Und das ist kein Geheimnis. Zum Abschluss noch, der Comics Whiteout hatte einige prestigereiche Nominierungen erhalten, allem voran den Eisner Award als Best Graphic Album. Ich hätte diesem Band alle nur erdenklichen Preise gegeben, denn dies ist einer der besten Comics, die ich jemals gelesen habe. Und es ist der perfekte Comics für eine Zugreise, vielleicht wenn man im Winter unterwegs ist. Zumal die meistverbreitete Ausgabe davon hier ein Trade Paperback ist, also nicht zu sperrig, während man irgendwo zwischen übergewichtigen Franken auf seinem Sitz im Zug eingepfercht sitzt. Das wäre mal also meine Comics-Rezension von Whiteout von Greg Rooker und Steve Lieber. Aus dem Jahr, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wann der Comics erschienen ist. Ich würde mal intuitiv auf 98 oder so tippen. Lasst mich doch mal nachsehen. Es hat ja schließlich hier ein Impressum. Und ja, es ist 1998 gewesen. Genau. Onipress, meine Ausgabe ist aus 2007. Ursprünglich wurde das ja veröffentlicht in Form von 4 Heften, von denen jeder so an die 30 Seiten haben musste, meiner Meinung nach. Und aber was sich ja, glaube ich, jetzt als eine endgültige Version durchgesetzt hat, ist eben diese Onipress-Ausgabe mit diesem roten Schriftzug Whiteout. Die ist ja aus dem Jahr 2007. Erwähnt werden sollte, und dazu kann ich vielleicht in der nächsten Episode meines Podcasts was sagen, erwähnt werden sollte, dass der Comics war ja sehr erfolgreich. Deswegen hat sich ja auch Hollywood so gierig draufgestürzt.
Und angesichts dieses Erfolgs kamen ja dann viele Jahre später Rooker und Lieber nochmal zusammen und machten sozusagen Whiteout 2 unter dem Titel Whiteout Melt. Und das ist ebenfalls eine großartige Geschichte und dazu vielleicht das nächste Mal. Also macht's gut und wir hören uns. The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era.